den Kaiser Alexander I. von Russland war es. 26. April 1801. Herr von Kalitschow hat uns den Brief übergeben, der Quelken, Euer Majestät, und den Tod Ihres Erhabenen Vaters und Ihre Besteigung des kaiserlichen Thron aller Russen meldet, der unerwartete Verlust, der Eure Majestät betroffen hat, hat uns lebhaft gerührt. Wir haben nur darin einen wahren Trost gefunden, als wir dann Regierungseintritt Eurer Majestät erfahren haben. Sie wird uns geneigt finden, alles zu tun, was von uns abhängt, um ihr angenehm zu sein. Wir sind von allem geneigt, einen Vertrag zu unterzeichnen, der einen definitiven Frieden zwischen den beiden Staaten begründet. Und wenn Eure Majestät den Einsieg Ihres erhabenen Vaters über die Freiheit und das Gleichgewicht der Meere teilt, so wird sie uns bereit finden, die Wände zwischen den beiden Staaten noch enger zu knüpfen, um die Bestrebung für die Ruhe und das Glück des gegenwärtigen Geschlechts zu vertreinigen. Wir sehen der regelmäßigen Wiederstellung der Versicherung inzwischen den beiden Regierungen mit Ungeduld entgegen. Wir haben den Bürger der Rocke, unseren Adjutanten, betrachtet. Gegenwärtigen Briefe Eurer Majestät persönlich so übergeben. Er kann ihr niemals genug von dem Interesse sprechen, dass wir an dem Ruhm der Regierung Eurer Majestät und dem Glück ihrer Volke nehmen. Wir bitten Eure Majestät, allem, was dieser Offizier ihr in unserem Namen sagen kann, Glauben zu schenken und von den Gesinnungen der ganz besonderen Hochachtung überzeugt zu bleiben, die wir für sie haben. An den Bürger Rupert, Bibliotheker, Paris, 23. Juli 1801. Der Bürgerreport hat sich alle Tage, alle Zeitungen mit Ausnahme der Alpha-Politischen zu verschaffen. Er wird sie mit Aufmerksamkeit lesen und eine Übersicht alles dessen, was sie enthalten, abfassen, insofern es auf die öffentliche Meinung von Einfluss sein kann, besonders was sich auf die Religion, die Philosophie und die politischen Meinungen besieht. Er wird mir dieses Übersicht aller Tage zwischen 5 und 6 überlegen. Alle Sonntage hat er mir eine Inhaltsangabe der Broschüren oder Bücher vorzulegen, welche während der gerade erschienen sind, indem er die Stellen bezeichnet, welche die Sitten betreffen und mich in politischer oder sittlicher Versicherung interessieren konnten. Er hat sich alle Dramen zu beschaffen, die erscheinen, und mir eine Übersicht ihres Inhalts abzufassen mit Bemerkungen derselben Art wie oben. Diese Übersicht soll spätestens 48 Stunden nach der Vorstellung dieser Stücke abgefasst werden. Er hatte mir jeden ersten und sechsten Tag der Dekade zwischen 5 und 6 Uhr eine Liste aller Einschlagsätze und Plakate einsagen vorzulegen, welche Aufmerksamkeit verdienen, sowie von dem, was zu seiner Kenntnis hat kommen können und dessen, was in den Prozessen welche große Aufsehen erregen getan oder gesagt worden ist und was mich von Standpunkt der Politik oder Moral interessieren konnte, infolge dieser neuen der Bürgerreport aufgetragenen Beschäftigungen schreibe ich
Der Minister des Innern ihm 500 Franken monatlich zu bewilligen und befiehlt dem Bürgermeister ihm 500 Franken monatlich auszuzahlen. An den Bürger Fouché, Minister der Allgemeinen Polizei, Paris 6 August 1801, der erste Konsul wünscht der Bürgerminister, dass sie allen Redakteuren der politischen wieder literarischen Zeitungen zur Kenntnis bringen, dass sie sich enthalten sollen, von allem zu sprechen, was die Religion ihrer Diener und ihrer verschiedenen Bekenntnis betreffen kann. Ein Hieronymus Bonaparte, 6. August 1801. Ich höre mit Vergnügen, dass ihr euch auf dem Wasser ganz gut macht. Nur dort kann man großen Ruhm erweben. Steigt da auf die Masten, studiert die einzelnen Teile des Schiffs bei eurer Heimkehr von dieser Ausfahrt soll man sagen können, dass ihr ein ebenso geschickter als tüchtiger Schiffsjungen seid. Gibt nicht so, dass irgendeiner eurer Arbeitsmacher sucht, euch bei jeder Gelegenheit auszuzeichnen. Denkt daran, dass die Marine euer Handwerk sein soll. Ich hoffe, dass ihr jetzt imstande seid, euren Dienste zu tun. Proklamation, Paris, 9. November 1801. Franzosen, ihr habt in endlich ganz diesen Frieden, denn ihr dürft so länger und so heldenmutig Anstrengungen verdient habt. Die Welt bietet euch nur befreundete Nationen und auf allen Meeren eröffnen sich euren Schiffen gastfreundlicher Häfen. Die Regierung hat sich euren Wünschen und ihren Versprechungen getreu, weder von Ehrgeiz der Oberungen noch von den Lockungen der kühnen und außerordentlichen Unternehmungen hinreißen lassen, ihre Pflicht war, der Menschheit die Ruhe wieder zu geben. Und diese große europäische Familie, deren Bestimmung ist, das Schicksal der Welt zu bestimmen, durch fest und dauerhafte Band zu vereinigen. Ihre erste Aufgabe ist erfüllt, eine andere beginnt für euch und für sie. Wir wollen den Ruhm der Schlachten. Einen für die Bürger, für unsere Nachbarn, wenn wir geführt waren, Ruhm folgen lassen. Wir wollen unsere Institutionen und unsere Gesetze verwollkommen. Vor allem die jungen Geschlechter lernen sie zu lieben. Es mögen diese Institutionen in Bezug auf bürgerliche Gleichheit, auf öffentliche Freiheit, auf nationale Wohlstände wachsen. Lass uns in die Werkstätten des Ackerbaus und der Kunst jenes Feuer, jener Ausdauer, jener Geduld übertragen, die Europa in allen unseren schwierigen Verhältnissen in Erstaunen gesetzt haben. Lasst uns die Anstrengungen der Bürger mit denen der Regierung verbinden, um alle Teile unseres weiten Gebiets zu bereichern und zu befruchten. Seien wir das Band und das Beispiel der Völker, die uns umgeben, möge der Ausländer, denn die Neugierig zu uns herabführen, bei uns verweilen von sauber unsere Sitten, von Schauspiel unserer Eintracht, unseres Gewerbefleißes und dem Reis unserer Genüsse gefallen. Möge er als ein größerer Freund des französischen Namens unterrichtet und besser in sein Vaterland zurückkehren, wenn es noch Menschen gibt, welche das Bedürfnis haben, ihre Mitbürger zu hassen oder welche das
Ein Denken an ihre Lust erbittert, so erwarten sie ohne Misslücken, mögen sie es wagen, dort Reichtum und die Vergessenheit ihres Unglücks und ihrer Leiden zu suchen. Die Blicke des Vaterlandes werden ihnen dorthin folgen. Es wird ihrem Mut zu Hilfe kommen. Eins werden sie durch ihre Arbeit beglückt in seiner mit zurückkehren werden, Bürger eines freien Staats zu sein und von wahnsinniger Verfolgung gehalten. Franzosen vor zwei Jahren sah diese nämlich Tage das Ende eurer bürgerlichen Verfügnisse, den Untergang aller Parteien, da konntet ihr nur eure ganze Tatkraft zusammenfassen. Alles, was in den Augen der Menschheit groß, alles, was in den Augen des Vaterlandes nützlich ist, unternehmen. Überall war die Regierung euer Führer und eure Stütze. Ihr Verhalten wird beständig das Nämliche sein. Eure Größe ist die Ehre und euer Glück ist die einzige Belohnung, die sie erstrebt.